Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mega aufgeregt. Heute wird zum ersten Mal mein neues Worley Professional 430 zu Wasser gelassen. Die erste Jungfernfahrt steht an. Und natürlich möchte ich versuchen, diesen Moment gleich zu nutzen, um ein paar schöne Fische mit dem Boot fangen zu können. So, und jetzt will ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Hier ist mein neuer kleiner Begleiter fürs aktive, schnelle, flexible Angeln. Der komplette Bootskörper meines Bootes besteht aus Polyethylenkunststoff, ein sehr robustes, nahezu unzerstörbares Material. Mein Boot hat eine Länge von 4,35 Meter und ist somit für mich optimal geeignet, um viele unterschiedliche Angelmethoden, Angelsituationen meistern zu können. Hauptsächlich möchte ich das Boot zum aktiven Angeln einsetzen, egal ob auf Hecht, Zander, Barsch oder Welt. Aber ich habe das Boot auch so perfekt geplant und vorbereitet, dass ich problemlos Ansitzangeln mit dem Boot machen kann. Ich habe genug Platz im Bootsinneren, das zeige ich euch später nochmal, um auch problemlos im Boot schlafen zu können, falls ich vom Boot aus auf Karpfen oder Wels Ansitzangeln machen möchte. Also eine richtige eierlegende Wollmilchsau. Aber bevor ich euch jetzt zu viel erzähle, wir haben noch genug Zeit, uns das Boot genauer anzuschauen und die ganzen einzelnen flexiblen Funktionen kennenzulernen. Wie zum Beispiel hier vorne kann ich noch eine Kiste mit einem Drehsitz reinpacken. Hier fehlt jetzt gerade eine Kiste, also die Module sind alle ganz flexibel ein- und aussetzbar. Möchte ich jetzt erstmal mit meinem neuen Begleiter aufs Wasser gehen und versuchen, einen Fisch zu fangen. Und da nehme ich euch natürlich gerne mit. Wir befinden uns an einem großen Fluss in Süddeutschland, wollen versuchen, jetzt den ersten Wels schnell und einfach unkompliziert zu fangen. So, ich bereite jetzt noch ein bisschen was vor. Habe jetzt schon mal hier einen Rutenhalter drauf gesetzt. Da drüben habe ich eine Echolot-Halterung montiert. Die ist jetzt aber eher dafür gedacht, dass ich hier meine Kamera befestigen kann, um euch natürlich mitnehmen zu können. Hier vorne ist meine Batterie drin. Den Bugmotor, den E-Motor setze ich jetzt noch vorne drauf. Angelgerät zusammenpacken, Boot ins Wasser und dann geht's schon los. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid's auch. Gleich sehen wir uns auf dem Fluss. Jungfernfahrt, erste Mal Wässerung. Normalerweise müsste ich jetzt eigentlich irgendeine Sektflasche oder eine Weinflasche dagegen knallen. Habe ich leider nicht dabei. Aber wir werden es einweihen mit Wallerschleim. Daumen drücken, Abfahrt. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Was ist denn das? Jungfernfahrt vom Boot. Ich war gerade dabei, meine Wallerrouten zusammenzubauen und es fängt an zu regnen ohne Ende. War so ein schöner Tag vorhin und jetzt ist ein richtig grauer Himmel da und es regnet und regnet und regnet. Naja, wir haben noch frühen Nachmittag, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir warten jetzt ein bisschen ab. Laut Wetterbericht soll es schnell durchziehen. Das wäre ja wirklich traurig, die erste Fahrt mit dem neuen Boot bei so einem Wetter hier zu meistern. Wir warten noch ein bisschen. Daumen drücken. Das Glück mit den Anglern. Der Regen lässt nach, es tröpfelt noch leicht. Jetzt können wir anfangen, das Boot ins Wasser zu ballern, schnell noch die Ruten reinhauen und dann Abfahrt. Ein paar Würmer nehmen wir noch mit. Stellen wir schon mal hier uns hier rein. Und den Rest organisieren wir gleich. Aber jetzt erstmal rein mit dem guten Stück. Ganz wichtig, warte mal. Schraubenschutz ist noch drauf. Der muss weg. Motor hochtrimmen. Okidoki, sollte alles passen. Seil habe ich vorne dran, um es abzufangen. Und dann hauen wir es jetzt mal rein.
Was ist das Wichtigste an einem Boot? Vor allen Dingen an einem neuen Boot? Dass es schwimmt. Und das tut es schon mal mega. Und ich kann es ja auch ganz problemlos in die Steine ranziehen oder auf die Steine draufziehen. Denn das Volley ist wie versprochen unzerstörbar. Das Polyethylenmaterial macht alles mit. Genau aus dem Grund habe ich mir das als kleines Einsatzboot geholt. Kaum ist das Volley im Wasser, hört auch schon der Regen auf und die Sonne kommt durch die Wolken. Ich habe mir jetzt noch mal schnell ein paar trockene Klamotten angezogen, Bulli oben zumachen und dann geht's los. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Weil nicht mal an der Motor, aber das können wir gleich mal testen. Ich habe einen E-Start an meinem 30 PS Tohatsu. Hey. Der schnurrt wie ein Kätzchen. So, Finny, mach mal ein bisschen Platz. E-Motor ins Wasser. Knappe 15 Grad Wassertemperatur. Wir werden versuchen, jetzt aktiv zum Wels zu kommen. Ich habe zwei Routen am Start. Eine mit einem 60 Gramm Frontzone-Blei drauf und oben einen Schwimmer. Die werde ich in der Nachtdrift einsetzen und die zweite Route werde ich direkt aus der Hand raus angeln mit einem Real Warm Teaser. Und die Haken werden wir jetzt schön mit Würmern garnieren, denn da stehen eigentlich die Welse hier im Fluss drauf. Lass mal probieren. Also was direkt auffällt, das Volley liegt richtig schön ruhig im Wasser. Es wackelt nicht hin und her, wie das ja viele kleinere GFK oder Plastikboote machen. Nicht geizen mit den Würmern. Schön voll hängen. Wir wollen ja dem Waller eine willkommene, leckere Speise bieten. Ja. Einen leckeren Happen. Und ich denke jetzt, die Zeit zum Sommeranfang ist ideal. Richtig schön vollhängen, dass er was zu knabbern findet. So soll das Ganze aussehen. Wir haben eine ganz schön starke Strömung. Der Regen in den letzten Tagen macht sich echt bemerkbar. Eine Geschwindigkeit von 3 km/h. Wir sind schon ganz schön schnell unterwegs. Mal gespannt. Gucken, ob der Teaser schön am Boot mitläuft. Ich lasse ihn direkt am Boot runter. Hier seht ihr dann ins Bild reinlaufen. Ich fange so 2 Meter über Grund an mit dem Angeln. Das sieht man jetzt schön. Ich lege mir die Rute hier gerade vor die Füße. Auf die Knie. Ich habe dann schön das Echolot im Blick. Der Köder läuft jetzt circa 1,5 Meter über Grund. So, Abfahrt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Mit dem Rino Bug Motor halte ich immer wieder mein Boot
schön in der Drift, das ist schön geradlinig, also mit dem Heck zuerst den Fluss hier runter driftet. Ich bremse das Boot jetzt nicht in der Strömung, ich möchte ja lautlos angeln, aber immer wieder, wenn das Boot versucht auszubrechen oder sich zu drehen, da kommt ein Fisch. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aufpassen, hier ist er hoch an den Köder gegangen und direkt wieder runter. Bei der Fischerei jetzt mit dem Wallerholz ist es ganz wichtig, dass ihr euren Klopfrhythmus, also die Frequenz, mit der ihr die Druckwellen erzeugt, der Strömungsgeschwindigkeit etwas anpasst. Wenn wir ganz langsam treiben, zwei, dreimal klopfen, abwarten, aber umso schneller wir jetzt hier treiben, umso öfters klopfen, dass der Wels bei dem Rhythmus auch mitkommt. Ja, es wird später Nachmittag, es wird kälter. Wir haben jetzt mal einen kleinen Platzwechsel vorgenommen. Unten war sehr wenig Fischaktivität, dort wo wir gestartet sind. Fini, hä? Gibt's hier Welse? Gibt's hier irgendwo Welse? Ja, die Strömung ist doch sehr, sehr stark. Wir treiben sehr, sehr schnell. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Hier eine bisschen flachere Wassertiefe, 5 Meter knapp. Mal gucken, ob sie ein bisschen flacher stehen. Wasser schießt einer rum. Gucken, ob der Bock hat. Vielleicht haben wir Glück. Den Fisch mal ein bisschen anangeln. Ein bisschen höher neben den Köder. Na komm. Wo ist er denn? Hier irgendwo ist er. Genau am Köder war er. Da ist er. Na komm, hopp, komm. Sehr nah an die Steine rüber jetzt. Wieder ein Fisch hoch. Na komm, 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 komm. Auf geht's, komm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Genau unter meinem Köder ist er. Hier ist er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Da ist ein Biss. Da war eben ein ganz zaghafter Biss. Wieder Biss. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Unglaublich, unglaublich. Der hat jetzt rumgezottelt. Na komm. Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Wolle ist gleich eingeweiht. Da kommt er. Juhu! Unglaublich. Fini, was sagst du dazu?
ganz, ganz vorsichtig hat dann genommen. Zeige ich euch gleich. Wahnsinn, Wahnsinn, Jungs. Der erste, der allererste bei der ersten Ausfahrt mit meinem neuen Boot. Da ist er. Da ist er. Juhu! Mega, mega. Ja, hängt schön im Maulwinkel. Da ist er. Wolle ist eingeweiht. Petri Heil. Mega. Absolut mega. Kein Riese, aber ein toller Erfolg. Jetzt auf die Schnelle mit dem Ballerholz, mit Tauwürmern, am Fluss in Deutschland und mit meinem neuen Boot bei der Jungfernfahrt. Genau so muss es sein. Petri Heil. Mua, Dankeschön. Finny, wollen wir lieber eine Pause machen? Ne? Wir brauchen jetzt ja nichts überstürzen. Es ziehen jetzt wirklich richtig starke Gewitterwolken über uns drüber. Und es donnert ganz schön im Hintergrund. Finny hat jetzt schon ein bisschen Angst. Wir gehen jetzt mal schnell vom Wasser runter, weil das sieht echt nicht gut aus, was da kommt. Entweder sehen wir uns heute Abend nochmal auf dem Wasser oder dann geht es morgen früh weiter. Viele Grüße. Sicherheit geht immer vor. Schnell zum Bulli geheizt, das war genau die richtige Entscheidung. Da geht es jetzt richtig ab. Da geht es jetzt richtig ab. Da kommt richtig Regen auf uns zu und ein richtiges Unwetter. Bis später, wenn sich das Wetter beruhigt hat, sehen wir uns wieder auf dem Fluss. Das Unwetter ist durchgezogen. Ich habe alles jetzt mal zum Trocknen aufgehangen. Die Sonne kommt wieder raus. Wir haben kurz vor 19 Uhr, also circa noch anderthalb Stunden jetzt Helligkeit. Und ich habe jetzt echt überlegt, was ich mache. Das allererste, was ich jetzt mache, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, ich baller mir jetzt erstmal eine schnelle, leckere Trinkmahlzeit rein, damit auf jeden Fall das Hungergefühl weg ist und ich wieder klar denken kann oder eine gute Entscheidung treffen kann, wie es jetzt weitergeht. Ich wollte eigentlich tagsüber Aktivangeln machen. Da haben wir den ersten Fisch ja verhaften können und dann jetzt zur Dunkelheit hin passiv angeln, also Ansitzangeln mit dem Wolleboot. Aber ich bin jetzt echt am Überlegen, was mehr Sinn macht. Der Fluss ist aktuell, schaut mal, richtig schön ruhig, also eine ganz ruhige Wasserlage. Keine Wellen drauf, kein gar nichts. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich nicht doch lieber noch mal 2-3 Stunden bis ins Dunkle rein aktiv rausgehe. Ich glaube, das werde ich auch machen, ja. Man merkt zwar wirklich, also der Regen zeigt seine Wirkung, das ist auch ein bisschen das Problem, dass der Fluss sich jetzt richtig aufbaut. Er wird immer schneller. Ist jetzt auch schon ganz schön Dreck hier an der Oberfläche unterwegs. Und umso schneller wir treiben, also wenn steigendes Wasser kommt, umso schlechter funktioniert eigentlich das aktive Angeln mit dem Ballerholz. Aber jetzt in den Sundowner mit dem neuen Boot reintreiben und vielleicht noch einen schnellen Waller verhaften können, habe ich mehr Bock drauf, als jetzt irgendwie passiv hinter den Ruten zu sitzen und zu warten, ob da irgendwas passiert. Das können wir uns ja noch aufheben. Wir werden definitiv noch viele verrückte Sachen mit dem neuen Boot machen. Ich würde sagen, nochmal alles zusammenraffen und dann fahren wir nochmal raus, bis in die Dunkelheit rein. Vielleicht kriegen wir noch einen. Abfahrt. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Where are we gonna go? I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away where
a safe letter on. The road is calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. Im Hintergrund hört ihr die Kirchenglocken klocken. Ja, war leider nichts mehr los heute Abend nach dem Wetterwechsel, nach dem Regen. Sehr schnelle Drift. Ein paar kurze Steige habe ich drauf gehabt, aber die Fische haben nicht mehr richtig reagiert. Morgen früh geht es weiter, aber jetzt geht es erstmal in die Koje. Bis später, bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich bin früh auf den Beinen, es ist kurz nach 6, die Sonne ist aufgegangen und strahlend blauer Himmel über uns. Ich möchte jetzt noch mal die Morgenstunden nutzen, um zu versuchen, ob sie jetzt ein bisschen aktiver sind, die Waller. Das Wolley ist einsatzbereit und hungrig auf Wels. Bin mal gespannt. Der Fluss hat noch mal an Strömung zugenommen. Also der Regen macht sich jetzt immer mehr bemerkbar. Das Wasser ist auch etwas gestiegen. Aber es ist nicht trüb geworden. Aber er zieht richtig durch. Ja. Könnt ihr hier sehen, wie das durchschießt. Normalerweise ist die Strömung hier langsamer. Mal schauen, das große Problem ist halt, dass durch diesen Wasseranstieg, durch diese Strömungszunahme auch Schwebstoff im Wasser, Gras, Kraut, alles was jetzt hier in Bewegung kommt, mittreibt, die das Angeln natürlich nicht leichter machen und natürlich auch die Geschwindigkeit. Natürlich kann ich mein Boot mit dem E-Motor bremsen, aber umso mehr ich bremse, umso mehr Krach mache ich unter Wasser. Ja. Das ist immer so, dass für und wider eine Riesenhilfe, diese Bugmotoren. Aber beim Welsangeln, ja, wenn ihr das Boot permanent stoppt und wieder neu bewegt, in Gebieten, wo viel Angeldruck ist, reagieren die Fische natürlich auch mit Scheu auf das Motorengeräusch, auf den E-Motor unter Wasser. Wir werden sehen, wir probieren es. Vielleicht haben wir jetzt im Morgengrauen noch mal Glück und können noch einen schönen Waller zur Bootstaufe, zur Bootseinweihung fangen. Auf geht's! Wirklich zähe Nummer. Sieht auch kaum Fische irgendwie, die aktiv sind. Ein paar waren gucken am Köder. Ihr seht da schön die Situation, angestiegen, wieder abgehauen. Das ist jeder Tag der perfekte Fangtag. Aber jeder Tag, den man draußen ist, ist ein schöner Angeltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die schnelle Jungfernfahrt. Die Einweihung von meinem neuen Aktivboot. Ich werde in Zukunft euch weitere Filme mit dem Wolleyboot präsentieren und euch da das Boot genauer vorstellen. Ganz fertig ist es noch nicht. Ich habe jetzt hier immer noch mittlerweile das Echolot drauf, was ich sonst auf dem Schlauchboot einsetze. Hier kommt eine große Garmin LiveScope Technik drauf, aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Da brauche ich noch den richtigen Drehgeber, wird mir von Edelstahl Kaiser angefertigt. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Vielleicht werden wir auch im nächsten Video mal mit dem Wolley zum Karpfenangeln gehen. Ich habe da schon eine ganz coole Idee bei mir zu Hause am Neckar. Schön vom Boot aus, auf dem Boot auch pennen. Ich werde euch auf jeden Fall in den kommenden Videos immer mal wieder das Wolley vorstellen, die verschiedenen Angelmöglichkeiten, die euch dieses Boot bietet. Ich bin auf jeden Fall bisher mega begeistert, ist ein tolles, schnelles Einsatzboot, kompromisslos. Ihr müsst hier nicht aufpassen, dass irgendwas kaputt geht. Ihr könnt es auch mal an der Steinpackung ranlegen. Das Material macht sehr, sehr viel mit. Und für alle diejenigen, die sich so ein kleines Boot mit einem Hänger vorstellen könnten zum Angeln, ich glaube, bei Wolley seid ihr da genau richtig. Im Video unten verlinke ich euch mal alle Kontakte. Dieter Schäfer, Black Forest Boats. Dort könnt ihr die Wolley-Boote besichtigen und kaufen. Oder auch bei den Marine-Profis in der Nähe von Frankfurt ist ein Stützpunkt, wo ihr die Boote besichtigen und kaufen könnt. Die beiden Händler haben sich so ein bisschen in Deutschland perfekt verteilt für alle Interessenten, dass ihr relativ schnell in der Nähe, je nachdem wo ihr wohnt, einen Wolley-Händler besuchen könnt und euch dort mal die Boote anschauen könnt und sogar eine Probefahrt machen könnt. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal eine Pause,
die richtige spannende Klopfzeit kommt ja jetzt erst noch im Sommer und spätestens dann wird es auch wieder richtig knallen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.